Minecraft spielen? Aber die Werkbänke und Items werden immer größer. Okay, dann lasst uns die erste Werkbank holen. Und ihr werdet auch gleich sehen, es ist richtig einfach, die zu craften. Und so werdet ihr es gleich sehen, wir müssen erstmal normales Holz holen. Das ist wirklich ein richtig einfaches Rezept. So Leute, schaut jetzt einfach selber und zwar craften die einfach erstmal eine normale, okay? Zack, da hätten wir die schon. So, jetzt packen wir mal die hier rein und schaut jetzt, Leute, jetzt wird es richtig krass. Wir müssen richtig viele Werkbanken machen. 3 Stück hätten wir schon mal. Komm, eine 4. brauchen wir, glaube ich, noch. Die craften wir uns jetzt. Und zack, Leute, let's go. Lass die erste große craften. Da ist sie auch schon. Wow. Leute, schaut euch einfach mal an, wie riesig die ist in meiner Hand. Wir werden die jetzt einfach mal platzieren. Leute, mal gucken, wie groß sie ist. Und zack. Wow. Die ist, glaube ich, 4 Blöcke groß. Ne, warte mal. 2 mal 2. Und 2 hoch, Leute. Wie krass ist das? Wir haben nur einen Block platziert, aber es kommt so viel. Wie baut man das eigentlich wieder ab, Leute? Das dauert ja richtig lange. Und zack. Und hiermit sollten jetzt neue Rezepte freigeschaltet sein. Deswegen, Leute, lass mal schauen. Wow, seht ihr das? Wir können zum Beispiel gleich eine neue Spitzhacke craften. Wow, die ist ja riesig. Aber das wird sich so lohnen, Leute. Deswegen lassen wir sofort wieder Holz holen. Eigentlich müssen wir sofort eine Axt machen. Ich würde sagen, ich crafte sofort eine. Dann geht's auch ein bisschen schneller. So, let's go, Leute. Wir brauchen eine Menge Holz. Aber richtig viel. Vielleicht sollte es endlich genug sein, Leute. Und das eine Stück hier noch. Und dann... Leute, gespannt, Leute, ob es funktioniert. So, ich mache schon mal alles bereit. Wie viele Sticks brauchen wir? Okay, die machen wir kurz. Zack. Jetzt können wir die ganzen Sticks platzieren. Wie geht der Rest? Okay, Leute, ich probiere es mal. Zack, zack. Und die ganzen Sticks. Wow. Let's go, Leute. Wir haben erstmal eine richtig große... Okay, so groß ist sie jetzt auch nicht. Aber lass uns jetzt mal kurz anschauen, wie das aussieht, wenn wir Steine abbauen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Jetzt wird's richtig krass. Und zack. Wow. Wie viel können wir denn hiermit bitte abbauen? Das ist ja viel zu krass, Leute. Schaut euch das an. Zack. Zack. Das sind wie viel... 3 mal 3 Blöcke. Oha, und ich glaube, in jede Richtung gehen schon so viel Stein. Leute, so kann man nur richtig schnell Minecraft durchspielen. Ich sag euch ehrlich, so ist das viel zu heftig. Wir haben schon über 1,6 Stein, Leute. Das reicht, wir können schon längst wieder nach oben gehen. Und ihr müsst verstehen, Leute, das war jetzt das erste Item. Da gibt es noch eine Menge mehr, deswegen hole ich jetzt erstmal richtig viele Sticks wieder. So, jetzt frage ich mich, geht das gleiche auch mit Stein? Nein, okay, nicht. Wir können aber eine noch größere Werkbank craften. Wow. Oder ein Stein-Multitool. Schaut euch das an, das brauchen wir. Deswegen müssen wir jetzt erstmal alle Werkzeuge craften. Das würde ich sagen, machen wir ganz schnell. Spitz. Zacke, Hau, Schaufel, Axt und Schwert, glaube ich auch. Und jetzt können wir das craften. Schau euch das an, das Stein-Multitool. Damit sollten wir alles richtig schnell abbauen können. Jetzt bin ich mal gespannt, Leute, wie das hier beim Holz aussieht. Lasst uns das einfach mal anschauen, Leute. Jetzt bin ich richtig gespannt. Und komm schon, zack, wow. Wie krass ist das denn mit, Leute? Wir haben gerade richtig viele, wir haben gefühlt den ganzen Baum abgebaut. Das testen wir nochmal, Leute. Bei dem Baum hier. Lass mal schauen, wie schnell das geht. Und zack, der ganze so gut wie der ganze Baum ist weg. Leute, ich sag euch ehrlich, wie viele Minuten werden wir brauchen, um ganzes Minecraft durchzuspielen? Ich glaube, so lange wird das echt nicht dauern. So, was müssen wir als nächstes craften? Eine große Werkbank. Deswegen, Leute, lasst uns jetzt das ganze Holz dafür holen. Ich glaube, das geht jetzt eh hier richtig schnell. Und schaut euch das an, ich kann sogar die Erdblöcke abbauen. Ich habe auch gerade gesehen, wir können einen riesen Erdblock craften. Das würde ich sagen, machen wir danach. Mal gucken, was der uns dann bringt. Boah, jetzt habe ich einen richtig krassen Lifehack, Leute. Schaut mal, ich platziere den Erdblock hier oben und dann baue ich das nochmal ab. Aber das Tool geht schnell kaputt, sehe ich gerade. Nein, das ist gar nicht gut. Oder wir bauen die Blätter daneben ab, dann geht das auch alles ab. Sehr gut. So, wir sollten jetzt erstmal von jedem Teil hier genug haben. Es wird jetzt Zeit für die nächste große Werkbank. Den crafte ich erstmal so viele, wie es geht, Leute. Und zack. Haben wir schon mal ein paar Stück? Reicht das? Ich glaube noch nicht. Nein, wir zu wenig. Ich glaube wirklich, nur eine hat gefehlt. Eine in die Mitte und der Rest außenrum. Und dann muss es jetzt funktionieren. Ja, wir haben die nächste Werkbank. Let's go, Leute. Wie groß ist die denn jetzt, Leute? Was passiert, wenn wir die platzieren? Ich glaube, der ganze Bildschirm wird jetzt voll sein. Und zack. Wie riesig ist das denn, Leute? Das sind 3 mal 3 mal 3 Blöcke. Wow, und hier können wir jetzt craften, oder was? Niemals. Sieht echt heftig aus. Und schaut euch jetzt an, da gibt es wieder neue Rezepte. Wow, was für krasse Tools. Vorher will ich aber noch schnell den großen Erdblock craften, weil ich will mal gucken, was der hier kann, Leute. Schaut euch den mal an und zack. Wie kam direkt ein ganzes Haus? Als ob mit der Kiste sogar. Und einem... ein Erdeschwert? Okay, das kannte ich noch nicht. Wie krass, Leute. Und wir haben jetzt einfach ein Haus gecraftet. Warte, lass uns doch ein Haus craften, wenn wir genug Erde dabei haben. Weil Häuser können wir immer gebrauchen. Auch wenn es dunkel wird, Leute, ihr wisst Bescheid.
Lass uns hier noch schnell das Schwein craften. Sollten wir auch schnell hinkriegen. Und die Werkbank abzubauen dauert auch so lange, aber wir haben die Zeug. Wo habt ihr da gerade die neuen Rüstungen gesehen? Das wird bestimmt komplett heftig. Hallo Schweine, wie geht's? Ey, ich wollte keinen Endblock draus machen. Was ist das für ein Schwert? Das bringt mir gar nichts. Ich muss euch besiegen, Kumpel. Zeug. Okay, ich dachte, hier ist Multitool bestärker. So, wir haben jetzt genug von allem. Jetzt können wir doch das große Schwein craften. Nein, die Werkbank ist dafür kaputt gegangen. Was soll das? So, Leute, was können wir mit dem Schwein... Hallo Schwein, wir können das reiten. Wie krass ist das denn? Guck mal, Leute, wie riesig das ist. Niemals. Und wir können sogar steuern. Und jetzt voll viel im Weg, Leute. Warte mal, ich muss das hier kurz abbauen, damit das Schwein da durchkommt. So, Schwein, let's go. Das muss doch bestimmt richtig krass aussehen. So, Leute, jetzt können wir schön hier rüber schwimmen mit dem Schwein. Let's go, Schwein, beeil dich. Leute, das ist viel zu lustig. Wie cool wurde das bitte programmiert? Ich sag euch ehrlich. Okay, Leute, ihr habt gesehen, wir haben jetzt neue Aufgaben, die wir meistern müssen. Und das können wir am besten im Dorf machen, Leute, weil da haben wir bestimmt noch voll viele Items, die wir gebrauchen könnten. Vor allem bestimmt auch Eisen und Steine haben wir auch. Let's go, Leute. Was brauchen wir als nächstes, Leute? Platzieren wir jetzt die neue Werkbank. Let's go, Leute. Womit fangen wir an? Boah, es gibt hier gleich großes X-Ray oder was? Damit können wir bestimmt Diamanten finden. Okay, Leute, wie sollen wir bitte da rankommen? Das wird ja richtig krassen Blaze. Dafür müssen wir ins nächste. Okay, okay, das sieht alles sehr interessant aus, Leute. Die ganzen Items müssen wir hier kommen. Und danach können wir die neue große Werkbank craften. Okay, das heißt, Leute, wir brauchen erstmal ganz viel Eisen. Und zuerst will ich uns die neue Rüstung machen dafür. Holen wir uns jetzt kurz den Eisengolem. Hallo, Kumpel. Leute, ihr kennt bestimmt alle den Minecraft-Trick. Einfach hochbauen. Zwei Blöcke, glaube ich, oder drei. Und dann einfach den Typen da hauen. Komm her, Ben. Wir können gar nichts gegen uns unternehmen, Leute. Wir machen den platt, Mann. Du spielst Minecraft-Profi, sage ich euch ehrlich. Und komm schon, gleich haben wir ihn. Zack. So. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Eimer. Dann müssen wir nur noch eine Lavaquelle finden. Dann können wir auch schon sofort ins Nester gehen. So, Wasser haben wir geholt. Guck mal noch kurz, ob es hier ein bisschen Loot gibt. Ja, sehr gut. Nehmen wir schon mal mit. Okay, krasser Loot ist hier echt nicht. Würde ich sagen, let's go. Wir müssen eine Lavaquelle finden. Oh, Leute, ich glaube, das kann echt lange dauern. Ich glaube, ich musste ohne das Schwein weiter, Leute. Ich sage euch ehrlich. Sonst dauert das zu lange. Das ganze Eisen können wir auch schon mal mitnehmen. Ich habe gerade eine Höhle gefunden. Das brauchen wir gleich auch für die OP-Rüstung und ein Blaze-Stück. Deswegen müssen wir in den nächsten. Was hier wirklich vorher noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Hier sollte, glaube ich, echt genug Eisen sein für die komplette Rüstung. Schaut euch das an. Die ganze Höhle ist voll mit Eisen. Und Leute, guck mal, was wir hier mit den ganzen Gegnern machen können. Wirklich alle Gegner können wir einfach zu Erdblöcke verwandeln. Tschüss. Jetzt müssen wir also gar nicht mehr kämpfen. Tschüss, Zombie, das war's mit dir. So, Leute, lasst das ganze Eisen holen. Oh, Leute, schau mal, was wir hier gefunden haben. So, let's go. Rüstung haben wir schon mal rausgenommen. Und zwar fast ein fertiges Portal, Leute. Let's go. Da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube, hier wird mir das ein bisschen zu kompliziert, Leute. Da oben ist noch eine Lavaquelle. Ich sag euch ehrlich, hier wird es einfacher gehen. Ich mache hier erstmal eine unendliche Wasserquelle. Und dann let's go, Leute. Das hier können wir schon mal mit Lava auffüllen. Zack, zack. Brauchen wir dann Block. Dann Block. Oh, oh. So, dann haben wir den auch. Nein. Das muss ich noch üben, Leute. Sag ich euch ehrlich. Aber egal, Leute, wir haben es gleich. Dann hier noch ein Obsidian. Da oben noch eins. Zack. Ich habe es fertig. Fehlt nicht mehr viel. So. Einmal aus Versehen verbaut. Aber wir haben es jetzt. Fertig. So, let's go, Leute. Das ist unser Feuerzeug. Und wir können ins nächste. Let's go, Leute. Das schaffen wir. Jetzt sagen wir, lass hier erstmal alles braten. Und solange machen wir uns auf den Weg fürs Blaze. Let's go, Leute. Lass uns ein bisschen Blaze-Sticks holen. Was brauchen wir noch? Blaze-Sticks. Hier, ganz viele. Nissarix. Und dann hätten wir gleich das Tool. Okay, let's go, Leute. Oh, Leute, ich glaube. Ja, wir haben den Spanner gefunden. Ah! Oh, 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 hier habe ich getroffen. Ich mache euch platt, Mann. Das war's mit euch. Oh, ich hoffe, die schlaue Idee. Ah, das Wasser geht ja gar nicht. Oh, oh. Oh, ich hoffe, nicht zu Erde machen. Oh, oh. Gar nicht gut. Oh, oh. So, ich sage euch ehrlich, wir haben jetzt genug, Leute. Let's go. Jetzt lasst die ganze Rüstung craften. Dann brauchen wir komplette Eisenrüstung. Was wollen die noch? Eine Feder holen wir gleich. Also haben wir noch genug. Eine Enderperle brauchen wir noch. Das lösen wir gleich, wenn wir erstmal das Multitool haben. Wow. Mit Zacke, Axt und Schwert, glaube ich, brauchen wir für das große Multitool. So, zack, da haben wir das. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Blöcke können wir hier mit abbauen. Das wird bestimmt richtig krass, Leute. Sage ich euch ehrlich. Let's go. Aber gar nichts. Ey, passiert nichts. Warum wird das so wenig ab, Leute? Das ist viel zu wenig. Hä? Warte mal, ich habe den Rechtsklick. Nein, wenn man Rechtsklick, baut das richtig viel ab. Aber es wird nicht gedroppt. Da droppen nur Goldnuggets. Oh Mann, das geht nicht, Leute. Ich brauche doch von den Blöcken hier ganz viele, damit wir gleich diesen Potion machen können oder was. Aber das ist schon mal heftig, dass wir hier so viel zerstören können. So können wir einen richtig schnell Netherite finden. Das ist aber auf jeden Fall richtig cool. So haben wir genug Netherite. Vielleicht für den Blaze. Ich glaube, hier brauchen wir überall was, ja? Sollte reichen. Lava-Eimer nehme ich schon mal mit. Und eine Enderperle müssen wir uns doch schnell besorgen. So, da haben wir einen. Komm her, Kumpel. Den muss ich mal kurz besiegen. Den kann ich von hier nicht treffen, Leute. Sonst haben wir ein Problem.
Soll ich ihn auch rechts klicken? Wow, damit kann ich den Anzug mit rechts klicken. Wie heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Und da haben wir auch die Enderperle. Let's go, Leute. Das ist wirklich so krass, das Multitool. Okay, Leute, ich glaube, wir haben jetzt wieder alles am Start. Wir können ihn, glaube ich, abhauen. Und uns fehlt noch eine Fede. Hallo Hütchen, wo seid ihr da vorne? Ich glaube, ich kann die sogar anzünden. Let's go. Leute, nicht hingucken. Ey, das ist sauer. Wow, direkt besiegt. Leute, let's go. Lass nicht warten. Lass uns jetzt die OP-Rüstung craften. Da ist die. Und zack, Giant Multi-Armor. Und wie funktioniert das jetzt, Leute? Kann ich die anziehen? Wow, ich habe die rechtsklicken. Wir haben die sofort an. Komplette krasse Eisenrüstung. Direkt verzaubert, Leute. Bringt ihr uns irgendwas? Sneake für 3 Sekunden um für einen Superjump. Warte mal, Leute, das testen wir. 1, 2, 3. Und? Kann ich auch springen? Hallo? Ja, Leute, das geht gar nicht. Das ist voll die Lüge. Irgendwie funktioniert das nicht bei mir. Jetzt! Ah, jetzt bin ich hochgesprungen. Man muss einfach nur durchgehend sneaken, Leute. Und dann springt man einfach hoch. Muss, glaube ich, auch einfach still bleiben. Und dann, wow, seht ihr das? Okay, was bringt uns das? Egal, Leute, wir haben immer noch andere Sachen. Den Blaze können wir jetzt als nächstes craften. Dafür da haben wir für auch alles gesammelt, Leute. Warte mal, können wir mit dem jetzt fliegen oder was? Das wäre viel zu OP. Niemals. Doch, Leute. Wow, der geht sogar hoch. Habt ihr es gesehen? Wie ein Creeper. Können wir mit dem fliegen? Komm schon, das muss auch irgendwie gehen. Flieg hoch, Kumpel. Wow, wir können Feuerbälle damit schießen, Leute. Aber unendlich viele. Die OP ist das mit, Leute. Wir können hier alles zerstören, was wir wollen. Leute, seht ihr den ganzen Wald? Den mach ich jetzt komplett kaputt. Nur schade, dass der echt nicht... Doch, der kann fliegen, Leute. Der kann. Wir müssen dafür einfach nur nach oben gucken. Dann fliegen wir hoch. Niemals. Das ist ein super Haus, den behalten wir auf jeden Fall. Aber lass jetzt erstmal schauen gehen, wo wir das ganze Redstone herkriegen für das X-Ray-Ding. Das will ich mir noch hier auch anschauen. Gucken, wie das funktioniert. Ich hoffe, wir finden hier irgendwo eine Schlucht. Oh, das sieht schon mal gut aus. Wir können es auch hier schon mal ein bisschen aufsprengen. Let's go, Leute. Kann eigentlich im Wasser schwimmen? Ja, kann er sogar heftig. Hier sollte erstmal genug Redstone sein. Wir kriegen hier echt genug raus. 43, das ist, glaube ich, genug. Oder? Ja, wir brauchen wirklich jetzt nur noch Glas. Dafür holen wir uns erstmal ganz viel Sand, Leute. Ach man, so baut sich das nicht ab. Wir müssen das wirklich mit der Hand abbauen. Und die ganze Runde, wie viel sind das? Ich glaube, 32. Das wird erstmal ein bisschen dauern, bis wir das alles haben. Obwohl, die 32 haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch braten. Und das wird jetzt kurz dauern, Leute. Aber dann haben wir es endlich. So, let's go, Leute. Ich bin bereit. Und wir können es craften, das X-Ray. Okay, wie soll das jetzt bitte funktionieren, Leute? Soll ich das jetzt einfach rechtsklicken? Was steht da? Right-click a block to use. Okay, welchen Block wollen wir X-rayen? Guck mal kurz nach einem wertvollen Block hier. Hier ein bisschen tiefer in der Höhle. Zum Beispiel Eisen, Leute. Und wow, wir sehen jetzt richtig viel Eisen in der Nähe. Nein. Den Kupferblock, jetzt sehen wir... Wow, wir sind fast überall Kupfer. Ey, jetzt haben wir auf. Ich mache hier sofort Platz. Zack, weg mit dir. Ja, das Schwert ist eigentlich besser, Leute. Dann können wir die sofort hier verschwinden lassen. Weg mit euch! Das X-Ray ist ja komplett super, aber das ist voll schnell abgenutzt. Seht ihr das? Aber wenn wir in der tieferen Höhle sind, muss das bestimmt viel besser funktionieren. Und zack! Oh, das sind Diamanten! Leute, habt ihr es gesehen? Hier oben sind Diamanten versteckt. Da, auch richtig viele. Wow, das ist ein richtig gutes X-Ray. Und ich glaube, es funktioniert wirklich. Lass mal hier kurz freibauen. Wo waren die Dias? Das war doch bestimmt niemals fake. Nein, Leute, ist es nicht. Hier sind so viele. Let's go, Leute. Jetzt haben wir aber schon Diamanten. So schnell. Hier noch mehr. Da oben sind noch mehr. Krass, Leute. Wir sind reicher Diamanten. Ich hole mir erstmal unendlich viele. Und dann würde ich sagen, wir craften uns die nächste große Werkbank. So, Leute, ich habe jetzt die ganzen Werkbanken gecraftet, damit wir die größere, die gigantische Crafting-Table craften können. Da ist sie. Wow. Let's go, Leute. Wie groß ist bitte die jetzt? Oh, nice. Ist sie nicht kleiner? Ich meine, nicht größer geworden? Egal, Leute. Wow, was können wir jetzt hier craften? Wow! Wir müssen auf jeden Fall wieder einen Apfel bekommen, Leute. Dann können wir einen Diamantapfel craften. Einen großen Moosstein ist bestimmt wieder, das ist wieder auch wieder ein Haus. Hasen, okay, okay. Und die Mega-Crafting-Table. Deswegen, Leute, ich will zuerst den Diamantapfel craften. Deswegen lass uns hier erstmal einen Apfel holen, Leute. Wir müssen das auch irgendwie schaffen. Dafür muss ich wieder die ganzen Bäume fällen, aber ist okay. Geht eh relativ schnell, Leute. Zack, zack. Wir nutzen... Ja, das ist ein Apfel, glaube ich. Wo ist der? Da haben wir den. Let's go. Wie schnell ging denn bitte das, Leute? Jetzt bin ich ja richtig gespannt. Was macht der Diamantapfel? Bestimmt kriegen wir richtig krasse OP-Effekte. Und zack. Da haben wir den großen Apfel. Wow. Schaut euch den einfach an, Leute. Wow, der ist so riesig. Was passiert, wenn wir den essen? Jetzt bin ich richtig gespannt. 3, 2, 1. Und. Unsere Eisenrüstung wurde geupgradet zu Diamant. Wir können immer noch hochspringen, oder was? Ja, aber sogar noch höher. Wie cool. Und die Eisentools wurden replaced. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich habe doch nichts Neues gecraftet. Die wurden einfach ersetzt. Und jetzt können wir alles. Guck mal, wie schön wir das alles abbauen können. Was? Niemals, Leute, wie krass ist das denn bitte? Das Eisentool ist jetzt dafür weg, Leute, aber das ist ein fairer Tausch. Ich nehme das auf jeden Fall an. Schaut euch bitte an, wie schnell wir das Haus hier abbauen können und... Passiert gar nichts, was soll das? Geht das nicht schneller? Warte mal. Oh, jetzt, wow!
Wie haben wir das abgebaut? Ich hab gerechtsklick, Leute. Wir brauchen jetzt eh ganz viele von diesen Steinen hier, glaube ich, damit wir das nächste craften können. Aber krass, Leute, guck mal, wenn ich rechtsklick drücke. Wow, ich fall ja richtig runter und alle Erze werden sofort mit abgebaut. Hier, guck mal, wie viel Kohle wir haben. Das ist ja viel zu krass, um Minecraft zu spielen. So haben wir Minecraft, sag ich euch ehrlich, eigentlich schon durchgespielt. Guckt euch an, wie viele Erze hier allein sind. Und jetzt mache ich hier wieder alles auf. Zack, 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 zack. Yes! Leute, können Diamanten ohne Ende farmen. Let's go! Leute, wer will uns jetzt noch aufhalten? Das ist unmöglich. Können wir auch Bedrock abbauen noch mit Yes? Das ist wirklich viel zu heftig, Leute, sag ich euch ehrlich. Okay, Bedrock können wir nicht abbauen, besser so. So, Leute, schaut jetzt, was ich hier alles besorgt habe. Wir können jetzt hier das nächste craften, zwar den Giant Moss Brick. Let's go, bestimmt. Kann man damit, ich sag euch ehrlich, ein Haus bauen. Was soll das jetzt? Boah, das ist ein Jump Pad. Wir fliegen sogar, wir sind Superman. Was, wir können fliegen? Das wusste ich gar nicht. Nein, das können wir jetzt die ganze Zeit so als Station benutzen, um rumzufliegen. Als ob das mit der Rüstung geht, Leute. Wir brauchen nicht mal Flügel. Hä, wie funktioniert das? Wir sind einfach Superman mit dieser Diamantrüstung. Das hätte ich niemals gedacht, dass es so krass wird. Ehrlich, sage ich euch. Ich hätte nicht gedacht, dass das so krass wird. Okay, das sind die nächsten Items, die wir besorgen müssen dafür. Wir haben ein Dorf in der Nähe, glaube ich. Fliege ich sofort hin. Hasen müssen wir noch finden. Ich gucke genau hin, Leute. Wir finden den schon. Also, im Golem, kannst du mir bitte sagen, wo ihr Karotten sind in eurem Dorf? Nein! Dann nimm das hier. Zack. Oder das hier rechtsklick. Und dann brennt er. Oh, Leute, aber macht mir viel Schaden. Ich hau lieber ab. So, Leute, let's go. Lass uns das nächste Haustier craften. Und den Riesen. Hasen. Schön, können wir mit dem richtig krass rumhüpfen. Ich bin gespannt. Ich habe mir den größer vorgestellt. Was geht, Kumpel? Was können wir mit dem machen? Richtig hochspringen. Leute, wo ist der Boden? Hey, ich bin ausgestiegen, glaube ich. Okay, warte mal. Fliegen wir immer noch hoch? Ne, wir fliegen wieder runter. Okay. Hä, wo sind wir? Waren wir doch eben gar nicht. Das, aua. Ich probiere nochmal, Leute. Und zack. Los. Springen. Schon wieder! Der bringt uns immer an diese Stelle. Was ist hier? Ist da das End oder was? Muss auch einen Grund haben, wieso der uns genau immer hier hinbringt. Dann lass mal gucken gehen. Muss bestimmt was sein. Und ja, hier ist das Portal. Oh Leute, ich muss aber noch die große Werkbank machen. Ich kann doch noch nicht hier hin. So Leute, wir haben jetzt 1-6 Werkbänke. Let's go. Das reicht, glaube ich, für den Mega-Crafting-Table. Und, wo ist die? Haha, wie die. Die ist ja riesig im Inventar, Leute. Seid ihr gespannt? Ich auch. Und zack. Ich kann die nicht platzieren. Die ist ja gigantisch. Wow, die ist viel größer als die letzte. Und was? Ah, das können wir nicht mehr craften. Muss man mein Inventar ein bisschen kleiner machen, Leute. So sehen wir es jetzt hier. So sehen wir das auch noch. Okay, Leute, was brauchen wir hier? Oha, Leute, das kriegen wir locker hin. Okay, dann lass schnell zum End gehen. Damit können wir den... Was, ein großer Drachenwaffe? Kanone ist das? Im End sollten wir das alles easy bekommen, Leute. Deswegen, let's go. Dann warte mal, wie bauen wir das überhaupt ab, Leute? Wie lange wird das dauern? Ich baue das mal kurz ab, Leute. Funktioniert das? Und... Zack, ja, da haben wir es. Dann lass jetzt ins End gehen. Let's go. Wir brauchen erstmal die ganzen Steine. Da hätten wir, glaube ich, erstmal genug. Okay, let's go, Leute. Weiter geht's. Eine Enderperle brauchen wir noch. Komm her, Kumpel. Muss ich kurz besiegen. Ich brauche eine Perle von dir. Danke. Und dann lass uns jetzt. Und die Perle ist wieder weg. Gar nicht gut. Nur jetzt schnell eine neue. Und dann können wir das endlich craften. Ich craft schnell die Kanone, weil ich werde angegriffen. Let's. Oder uns fehlt noch Endstein. So, wir brauchen ein paar mehr Stacks. Lass das hier mal schnell abbauen. Wow, das sollte aber reichen. Einfach mal mein ganzes Inventar damit voll, Leute. So viel, wie es geht. Das müsste echt genug sein. Und dann lass es zur großen Werkbank gehen. Ich bin bereit, Leute. Let's. Jetzt können wir es craften. Let's go. Was können wir hier mitmachen, Leute? Rechtsklicken. Wow, wir können Drache. Schießen wie der Drache. Niemals. Schaut euch das mal an, Leute. Zack. Und das macht ihr alle One-Hit, Leute. Das ist viel zu heftig. Schaut euch das an. Zack, zack. Okay, doch nicht One-Hit. Leute. Bleib weg. Los, Drache. Stell dich. Ich werde dich besiegen. Wenn du mit die Kristalle auch zerstören, dann muss ich nicht hinfliegen, oder? Ja, das geht's. Los, Drache. Komm nach unten. Trau dich endlich. Da kommt endlich, Leute. Let's go. Das ist unser Moment. Jetzt wird sie richtig abgehen. Mit der Drachenkanone. Und wir haben ihn so gut wie besiegt, glaube ich. Hier. Yeah. Leute, wie heftig war es, so Minecraft durchzuspielen. Es hat ja richtig Spaß gemacht. Aber Leute, lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos von meinem Kanal verpassen wollt. Lasst ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, tschüss.